Hallo, ich begrüße euch herzlich heute für eine halbe Stunde schöne Dehnübungen. Und wir fangen an, dass ihr euch etwas hüftbreit aufstellt. Wir nehmen beide Arme hoch, faltet die Hände, streckt euch nach oben. Der rechte Fuß wird leicht auswärts gedreht und wir drehen uns um die eigene Achse. Linke Fuß dreht locker mit. Ihr zieht euch hoch zur Decke, Bauchnabel kommt etwas nach innen, atmet gleichmäßig. Und von da neigt ihr euch mit dem Oberkörper etwas nach rechts rüber. Ihr kommt wieder zurück, dreht euch über vorne zur anderen Seite, linke Fuß kommt etwas auswärts, wieder um die eigene Achse. Schön lang ziehen, ihr wollt euch wirklich hochstrecken und Bauchnabel kommt wieder nach innen. Ihr neigt den Oberkörper etwas nach links. Na, macht euch auf der rechten Seite noch weiter. Kommt wieder zurück, dreht euch zur Mitte. Gut, ihr nehmt beide Handflächen nach oben, also dreht die Hände auswärts und wir kommen nach vorne runter. Die Handflächen wollen auf die Matte. Wenn ihr nicht ganz runterkommt auf den Boden, dann könnt ihr die Füße etwas weiter auseinander aufstellen. Dann seid ihr dichter dran. Gut, ihr nehmt euren Kopf in den Nacken. Dann rollt ihr den Kopf einmal ein, Kinn richtig zum Brustbein. Kopf in den Nacken. Den Kopf locker lassen. Ihr rollt euch etwas hoch und kommt zur linken Seite runter. Kommt mit den Händen außen am linken Fuß vorbei. Versucht wieder mit den Handflächen auf den Boden zu kommen. Und wieder etwas hochrollen, kommt einmal zur anderen Seite rüber am rechten Fuß außen vorbei. Und wieder nach oben, einmal noch zur Mitte. Beugt ihr beide Knie etwas an, lasst den Kopf locker hängen, öffnet die Hände und rollt euch nach oben auf. Ihr nehmt beide Hände an die Rückseite und zwar Steißbeinhöhe. Ich drehe mich jetzt mal so um. Da, wo die Grübchen sind, da legt ihr eure Hände drauf. Die Beine bleiben gestreckt und ihr rollt euch mit dem Kopf
zuerst runter, Rücken wird rund und die Beine bleiben lang. Einmal ganz weit nach unten und jetzt wie so eine Ölsardinendose mit dem Kopf zuerst hoch, Brustbein raus, gestreckter Rücken nach oben und nach hinten lehnen. Einatmen zur Mitte und ausatmend einrollen. Kopf wieder hoch, Brustbein raus und nach hinten lehnen. Noch einmal. Ausatmend runter. Mit der Einatmung Kopf hoch, gestreckter Rücken nach oben. Ausatmend zurück. Einatmend zur Mitte. Letztes Mal mit der Ausatmung runter. Ihr lasst eure Arme baumeln. Beugt die Knie ruhig etwas an jetzt. Schüttelt eure Arme locker aus den Schultern. Und rollt euch Wirbel für Wirbel nach oben auf. Gut. Nehmt die Hände auf die Seiten. Knie sind leicht gebeugt und wir kreisen. Einmal schön mit dem Becken große Runden in die andere Richtung. Bleibt in der Mitte und nehmt Gewicht auf euren linken Fuß. Und holt euch den rechten nach hinten. Die Ferse möchte zum Po. Ihr achtet darauf, dass ihr ein bisschen Bauchspannung habt und dass die Knie möglichst nebeneinander bleiben. Also dass ihr nicht da zur Seite hochkommt oder so nach vorne euch das Knie holt. Ne? Der Oberkörper bleibt auch aufrecht. Ihr kommt dem Bein jetzt nicht so entgegen. Bleibt ihr schön gerade. Linker Arm kommt hoch. Ganze linke Seite streckt sich. Wir nehmen den Arm wieder runter und ihr holt euch den rechten Fuß nach vorne, schnappt euch den großen Zeh. Und dann streckt ihr das Bein nach vorne. Rechter Arm kommt zurück. Gleichmäßig atmen. Brustbein raus. Und langsam lösen. Setzen. Gut, einmal die andere Seite. Ihr holt euch den linken Fuß ran. Wieder die Oberschenkel auf gleicher Höhe. Die Ferse kommt zum Po. Ein bisschen Bauchspannung. Und der rechte Arm kommt hoch. Streckt die rechte Seite richtig nach oben raus. Fuß nach vorne, die rechte Hand nimmt sich wieder den großen Zeh und dann streckt ihr das Bein nach vorne. Linker Arm kommt zurück. Ganz gleichmäßig atmen.
schön stabil stehen. Und wieder lösen. Gut. Nimm die Füße wieder ein bisschen weiter auseinander. Wir drehen die Handflächen nach vorne. Schultern kommen zurück. Ihr macht Fäuste und zieht eure Fäuste an der Hemdsnaht hoch bis in die Achselhöhlen hinein. Ne? Kommt so weit hoch wie möglich und die Ellbogen sind wie so Heuschreckenbeine. Zieht die nach hinten. Atmet gut durch. Und dann öffnet eure Hände und streckt die Arme nach vorne. Kleinen Fingerkanten berühren sich. Schultern bleiben unten, also weg von den Ohren. Und ihr dreht die Arme auswärts. Daumen wollen nach unten zeigen. Jawohl. Achtet drauf, dass die Ellbogen lang sind. Schultern weg von den Ohren. Und ihr kommt in die Hocke. Arme lang. Atmen, atmen, atmen. Und schön auswärts drehen. Beine wieder strecken, Arme kommen weit nach hinten. Die Handflächen zeigen jetzt noch nach außen und ihr winkelt eure Hände einfach zueinander, sodass die Fingerspitzen zusammen, als wenn die zusammen wollten. Und locker lassen. Wir kommen in eine große Grätsche. Schön weit auseinander. Nehmt die Arme zur Seite. Handflächen zeigen nach oben. Und wir drehen den rechten Fuß nach vorne. Der Oberkörper kommt nach rechts unten. Ihr wollt mit der rechten Hand an der Innenseite vom Fuß auf den Boden kommen. Probiert euch da abzustützen. Vielleicht kommt ihr mit den Fingerspitzen dran, vielleicht auch mit der flachen Hand. Und ihr schaut hoch zur Decke. Wieder zurückkommen, die Arme weit, dreht den Fuß zurück, linke Fuß nach außen, einmal zur Seite runter mit den Fingerspitzen auf den Boden, eventuell mit der ganzen Handfläche. Ihr schaut hoch zur Decke. Beide Knie sind gestreckt. Zurück. Gut, dann kommt er wieder zusammen mit den Füßen. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Und dann holt ihr euch den rechten Fuß außen neben die rechte Hand. Der Rücken darf rund sein. Ihr
pendelt einfach vor und zurück. Die Bewegungen werden größer, ihr kommt weiter nach vorne und auch weiter nach hinten. Und dann bleiben wir hinten auf der Ferse. Und wenn ihr jetzt nicht so tief runterkommt, könnt ihr euch helfen, wenn ihr die Zehenspitzen aufstellt und dann ist man schneller an der Ferse. Da kommen wir runter. Rechtes Bein bleibt lang gestreckt und ihr schiebt jetzt den linken Arm weiter vor. Kopf lasst ihr locker. Kommt mit beiden Ellbogen Richtung Matte. Schiebt die Unterarme runter, die wollen parallel zum Fuß. Ja, und die Dehnung habt ihr wahrscheinlich an der Innenseite vom Oberschenkel. Vielleicht merkt ihr es auch im Rücken oder in den Schultern. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Und wieder zurück. Wir wechseln die Füße. Einmal den linken Fuß nach vorne. Und ihr pendelt wieder ganz locker vor, zurück. Die Bewegungen werden größer, kommt weit nach vorne. Lang nach hinten. Und dann bleiben wir auf der Ferse. Möglichst gestrecktes Bein. Rechter Arm schiebt sich vor. Unterarme rutschen tief. Ihr kommt zurück. Wir bleiben auf allen Vieren, drehen beide Hände auswärts, so dass die Fingerspitzen zu uns zeigen. Wer das gut schafft, kann noch ein bisschen mehr Zug drauf geben, indem er das Gewicht nach hinten verlagert, so als wenn ihr euch auf die Fersen setzen wollt. Dann spürt man auch noch mehr Dehnung zwischen den Schulterblättern. Ansonsten denke ich, habt ihr gut Dehnung in den Unterarmen oder in den Händen. Um die Handteller jetzt noch ein bisschen mehr zu erwischen, winkelt die Finger an, sodass ihr euch da wirklich noch mal ein bisschen mehr nach hinten bewegt mit den Armen und wieder zurück. Einmal zurückdrehen. Dann kommen wir jetzt in die Bauchlage. Wir nehmen den rechten Arm diagonal nach vorne
und ihr legt euren Kopf auf eure rechte Seite. Die linke Hand stützt an der Schulter. Das linke Bein will rüber nach rechts. Ihr dreht euch so weit, bis ihr gut Dehnung habt in der Schulter, rechts, Brustmuskulatur. Atmet gleichmäßig in den Bauch. Vielleicht habt ihr auch Dehnung im Bauch. Wir drehen uns zurück, kommen einmal zur anderen Seite, den linken Arm schräg vor und da achtet auch drauf, dass euer Kopf auf dem Boden liegt und sich nicht auf die Schulter legt, ne? Weil dann wird es zu bequem. Also Kopf bleibt auf der Matte, rechte Hand stützt wieder. Rechtes Bein will rüber auf die andere Seite. Wir drehen wieder zurück. Ihr breitet eure Arme aus zur Seite. Der Kopf ist angehoben, die Nase zeigt aber runter Richtung Boden. Ihr habt eure Füße, die Beine eng zusammen. Hebt beide Beine hoch, die Arme anheben. Versucht die Fersen zusammenzulassen. Und dann beide Arme lang gestreckt nach vorne. Ihr atmet gleichmäßig, schön lang gestreckt wie ein Pfeil. Und locker lassen. Könnt ihr den Kopf auf die Hände legen, lasst die Fersen locker nach außen fallen. Schuckelt bis in den Po hin und her, wirklich ganz locker lassen. Dann stützt ihr euch ab. Kommt einmal in die Päckchenstellung. Ihr faltet die Hände unten hinterm Rücken und eure Stirn liegt auf dem Boden. Dann rollt ihr euch über den Kopf rüber. Die Arme kommen hoch zur Decke oder schon über den Kopf rüber. Und wieder zurückrollen. Und noch einmal vor. Ihr geht so weit, bis ihr Dehnung habt im Nacken, Übergang Schädelkante. Und wieder zurück und ganz locker lassen. Richtet euch auf und legt euch noch einmal auf den Rücken.
Ihr holt euch beide Beine ran. Zieht im Wechsel rechtes und linkes Knie zu euch. Beide Beine ranholen. Ihr öffnet die Knie, kreist mit jeweils einem Knie einen Kreis wieder mittig ranholen über die Seite. Ganz locker. Dann lasst ihr beide Knie zusammen. Streckt die Beine hoch zur Decke. Ihr nehmt beide Arme gestreckt nach hinten. Die Arme liegen flach. Versucht die Knie lang zu lassen und schiebt eure Fersen raus. Die Fersen wollen hoch zur Decke. Schön durchatmen. Die Füße einmal ganz lang machen, Zehenspitzen wollen hoch und jetzt zieht ihr schiebt eure Fersen wieder raus und zieht eure Außenkanten zu euch. Der kleine Zeh will zur Hüfte runter. Und locker lassen. Die Hände kommen an die Unterschenkel, an die Knie und ihr kreist mit beiden Knien in eine Richtung. Nochmal andersrum. Dann setzt ihr die Füße ab. Streckt die Beine lang. Ihr liegt ganz entspannt. Kommt noch einmal mit der Lendenwirbelsäule Richtung Boden. Und wieder locker lassen. Dann atmet tief durch. 2-3 Mal. Kommt dann über die Seite hoch zum Sitzen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis demnächst. Tschüss.